ganz, ganz wichtig, da ich jetzt ja wieder auf dem Markt bin und ich das wieder ein bisschen, sag ich mal, verlernt habe, ja? Schreibt mir bitte auf Instagram, eure besten Anmachen, eure besten Anmachsprüche, ja? Eure coolsten Opener, die man schreiben würde, wenn man jemanden auf Instagram anschreibt, den man aggressiv attraktiv Sprachen lernen, Bubble. Aggressiv attraktiv findet, ja? Ich muss eure Nachrichten, hier ist mein Instagram-Handle, schreibt mir bitte eure besten Anmachen auf Instagram, damit ich auf Instagram Leute anschreiben kann, die ich die ich einfach attraktiv finde, mein Gott! Okay, ich brauche da Hilfe, Leute. Ihr seht, ich bin ein bisschen aus der Übung, ich kann nicht mal flüssig reden. Sascha unsupportig, hat jemand OnlyFans? Ist falsch geschrieben, wahrscheinlich wegen Werbefreundlichkeit. Schauen wir mal rein. Wer oder was hat eigentlich OnlyFans? Und vor allen Dingen, soll ich nicht auch einen machen? Sascha, wir schauen rein. Ich glaube, das Bild hat dem Google-Mitarbeiter letztes Mal schon wieder nicht gefallen. Carsten wird mit K geschrieben. Oh mein Gott, ich dachte, man kann Carsten nur mit C schreiben. Ich musste dieses Bild zensieren und ich weiß nicht, was das Problem zwischen dem Google-Mitarbeiter und Carsten ist, aber wenn ich mir die Aktivität auf dem Hauptkanal von Carsten anschaue, dann weiß ich ganz genau, was los ist. Oh mein Gott, Carsten hat das letzte Mal auf seinem Hauptkanal vor 4 Jahren hochgeladen. Holy shit, Digga, wie krass. Dubstep, steht das da? Dann weiß ich ganz genau, was los ist. Das ist ein Banner. Bei Carsten im Banner steht Dubstep, wie geil. Carsten, Glückwunsch zu 4 Jahren, kein Video auf dem Hauptkanal. Was denn mit deiner Meinung? Mit Carsten los. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca mal wieder Chats und Tinder-Profile gesendet. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder nach, was für Anmachsprüche und was für Profile ihr da draußen so rausgeschaut habt. Ganz, ganz wichtig, da ich jetzt ja wieder auf dem Markt bin und ich das wieder ein bisschen, sag ich mal, verlernt habe, ja? Schreibt mir bitte auf Instagram eure besten Anmachen, eure besten Anmachsprüche, ja? Eure coolsten Opener, die man schreiben würde, wenn man jemanden auf Instagram anschreibt, den man aggressiv attraktiv findet, ja? Ich muss eure Nachrichten, hier ist mein Instagram-Handle, also später im Video dann, ja? Schreibt mir bitte eure besten Anmachen auf Instagram, damit ich auf Instagram Leute anschreiben kann, die ich einfach attraktiv finde, mein Gott! Okay? Ich brauche da Hilfe, Leute. Ihr seht, ich bin ein bisschen aus der Übung, ich kann nicht mal flüssig reden. Dankeschön. Du kleiner Huf. Ich bin wie immer sehr gespannt und ich hoffe, dass ich mit diesem Video keine Probleme mehr bekommen werde. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Chat oder mit dem ersten Profil. Let's go. Wingardium Leviosa. Oha, wer ist sie denn? Das ohne Hose für OnlyFans wird dir nichts bringen, weil du nicht mal weißt, wie die Webseite richtig heißt. Egal, habe im Zeugnis Deutsch 5, also passt schon. Passt schon. Ah, nein, Digga. Das ist Englisch. Ja. Grüße gehen raus an den Bruder. Wer kennt die Website nicht? Auf entspannt erstmal eine Runde auf OnlyFans chillen. Haben eure Eltern euer Spendi Süd, Buxtehude OnlyFans gesehen? Kuss an Noble Chess. Bist du gerade ein Kaktuseis oder knistert das hier zwischen uns beiden? Okay. Ging nach hinten los. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Habe ich völlig vergessen vorher. Und genau solche Sprüche und Opener brauche ich, Leute. Ich brauche eure Hilfe. Ich brauche einfach eure Hilfe. Ich bin raus aus dem Game. Die 18, 9 Kilometer entfernt. Wo riechen Jungs am meisten, wenn sie verschwitzt oder ungeduscht sind? Hä? Ja, am Arsch. Marie? Im Schritt oder unter den Achseln, je nach Typ. OMG, haha. Nee, den mache ich nicht nach. Find's ehrlich gesagt echt hot und männlich, wenn ein Junge so riecht. Ja, jedem das. Jeder das seine. Mach! Ganz genau. Doch nichts! Ich riech da immer so! Ist das in deine Hose ein Spiegel? Hm? Weil ich mich drin sehe.
Der sexuelle Belästigungsboss. Nee, ich bin nicht mehr mit Julia. Chillige Konversation. Danke, dass ich daran teilhaben durfte. Hey, hi, wie geht's dir? Oh, sorry, dass ich dir geschrieben habe. Hast einen Freund? Viel Glück weiterhin. Bin ich hier noch auf meinem Kanal? Leute, das ist es. Hä, hey, what the fuck? Das erste Mal, dass hier irgendwo Ehre bewiesen wurde. Ja, die hat einen Freund, er lässt sie in Ruhe. Das gibt's hier normalerweise auf diesem Wollte ich Kanal. Sagen, das ist selten, gar ne? nicht. Hey, na, bist echt hübsch. Hast du Lust, etwas zu schreiben? Danke dir. Ja, gerne. Bei ihm läuft. Lieber Pizza oder Sushi beim ersten Treffen. Nen Blowy. Was? Digga. Das ist ein Blowy. Papa Platte ist einfach eine geile Sau. Viel Blowy bei euch beiden, oder wie man das sagt. Ja, wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch ganz guten Blowy. Anscheinend ist da doch was Wahres dran. Woran genau? Diese Benachrichtigung. Heiße Singles in deiner Nähe. Ich hab gedacht, die lügen. Naja, ob ich Single bin? Suche wen für etwas Spaß zu dritt. Also du hast einen Freund und willst mich mit ins Boot holen, um ein bisschen Spaß zu haben? Nee. Freundin. Oh mein Gott. Digga. Also das, meine Freunde, ist ja wohl ein ganz klarer und aggressiver, eindeutiger, nicht zu verneinender, unglaublicher und überaus hart erkämpfter, fast schon unnahbarer, einen, den man so noch nie bis dato gesehen hat. Einen unglaublichen. Digga, das. Also. Mann! Ich kann's nicht speichern! Es ist ein Victory Royale! Warum gönnst du nicht Google Chrome? Oh, Digga, guck mal was. Oh, mir wird schwindelig. Wieso? Warum machst du meinen Joke kaputt? Oh mein Gott. Also wenn du das jetzt wirklich ernst meinst, dann wäre ich dabei. Wirklich? Ja. Gut, dann brauchen wir nur noch einen anderen fürs Team. Hast du einen Freund, der Interesse hat? Ich dachte, deine Freundin. Aber ja, hab auch einen Freund, der Interesse hätte. Dann klappt das ja mit Lasertag. Oh, das war kein Victory Royale. Pilze! Pilze! Monte in Amsterdam. War doch schon die ganze Zeit klar, dass es um Lasertag ging. Um was soll es da sonst gegangen sein? Hi. Nicht schon wieder Quizduell. Bin 23 aus Bonn. Wer? Ich? Also Leon? Nein. Evacuate the dance floor. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Papa Blatt hat auch schon echt einen ziemlich gewaltigen Arm. Falls euch das Video Das stimmt, Papa Blatt ist, es ist juicy AF. Gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr daheim noch Tinder-Profile oder irgendwelche Chats rumfahren habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss geht raus. Falls ihr meinen Kanal, Unsympathisch TV, noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenloser Ehrenbruder-Basis ein Abonnement. Feuer! Ja, Mann. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Digga, du hast einen riesigen... 4Fucking Live. An der Stelle, Chat, meldet euch bitte mit euren Anmachsprüchen bei mir bei Instagram. Ich brauche wirklich, wirklich eure Hilfe, Chat. Wie spreche ich eine Frau an? Nach all den Jahren muss ich es wieder erfahren. Das ist natürlich nicht für ein Video oder für einen Stream, ist ja klar. So, Leute.